Ja, dann würde ich sagen, komm, vermähle uns. Ja, sag mal ganz kurz, wie viele Zuhörer habt ihr denn? Hunderttausende bis Millionen. Dann habt ihr ganz viele Trauzeugen heute an eurer Seite, die euch zuhören und jetzt mit vollem Herzen am Radio hängen. Euch beide, liebe Julia, lieber Christian, bitte ich nun aufzustehen, um euch diese Versprechen zu geben, das Ja-Wort. Zuerst frage ich dich, lieber Christian. Ja. Lieber Christian, ich darf dich fragen, willst du deine Braut Julia voll und ganz annehmen, sie bedingungslos ehren und respektieren? Willst du mit ihr reden und schweigen, lachen und weinen? Willst du ihre Stärken fördern und mit ihren Schwächen geduldig sein? Willst du sie unterstützen in jeder Lebenslage? Lieber Christian, willst du mit Julia gemeinsam alle zukünftigen Herausforderungen meistern, sowie alle Freuden teilen in den nächsten 24 Stunden eures Lebens? So antworte mit Ja, ich will. Ja. Ja, so wahr mir Gott helfe. Okay, Julia, du hast das letzte Wort dann, ja? Wie immer, ne? Versaus nicht! An dir hängt es jetzt so ein bisschen. Aber mal gucken, ob du mir sagst. Liebe Julia, willst auch du deinen Bräutigam Christian voll und ganz annehmen, ihn bedingungslos ehren und respektieren? Willst du mit ihm reden und schweigen, lachen und weinen? Willst du seine Stärken fördern und mit seinen Schwächen geduldig sein? Willst du ihn unterstützen in jeder Lebenslage? Liebe Julia, willst du mit Christian gemeinsam alle zukünftigen Herausforderungen meistern, sowie alle Freuden teilen in den nächsten 24 Stunden eures Lebens? So antworte auch du mit Ja, ich will. Ich sehe keinen Ersatzmann, also ja, ich will. Ja, ich muss. Ja. Ja. So, wenn du mich so fragst. Weißt du, was viele Brautpaare nach diesem Jahr machen? Das dürfte ja, das natürlich auch, aber jetzt kommt eigentlich der Moment, auf den ihr so lange habt warten müssen. Ihr dürft euch küssen. Da haben wir wirklich sehr lange drauf gewartet. Ja. Ne? Und dass wir das offiziell jetzt dürfen, oder? Ja. Ja. So. Super blöd, ich sehe gerade, wir haben gar keine Zeit mehr. Mensch, Martin, schön, dass du da warst. Ganz, ganz viel Spaß auf der Hochzeitmesse am 6. Oktober